So, wieder mal Bastelzeit. Und zwar geht es um hier solche Dinge. Ja, Handys. Das hier ist mein OnePlus One, was ich normalerweise benutze. Problem an der Sache, ja, es ist jetzt Festivalzeit und da möchte man eventuell nicht mit seinem Handy, was man normalerweise nutzt, durch die Gegend laufen. Glücklicherweise habe ich für so Fälle immer noch meine guten alten HTC Desire S. Und ja, das hier sind die beiden, die ich normalerweise benutze. Das hier war das vom letzten Mal, aber ich denke, man kann es erkennen, das Display hat einen gewaltigen Riss bekommen, also mit dem ist nicht mehr ganz so viel zu machen. Display, also LCD und Touch geht zwar noch, aber sieht halt doof aus. Das hier funktioniert theoretisch noch komplett, hat aber ein anderes Problem, und zwar, wenn wir gucken, Akku ist hier hinten drin. Wenn ich jetzt hier einfach mal gerade eine Powerbank hole und Strom drauf gebe, dann sehen wir, dass sich nichts tut. Das ist natürlich ein bisschen unschön, wenn man nicht laden kann. Gerade Gegenprobe, hier ist ja noch das andere Handy. Hier auch noch ein Akku dafür, ja. Ihr seht auch auf der Rückseite leicht demoliert, zum Glück nicht bis in den Akku rein. Wenn wir das nämlich anschließen, ja, so rum, dann geht die rote Lampe an und er lädt. Also, auch wenn hier das komplett funktioniert, irgendwie will er den Akku nicht laden. Es liegt nicht am Akku, die habe ich schon gegengewechselt. Also gehen wir mal hin, gucken, was wir hier noch auseinanderbauen können. Ich meine, man sieht hier schon, hier sind diverse Teile abgebrochen, aber hey, solange es funktioniert. Ich habe im Zweifelsfall noch ein paar von diesen Handys hier rumliegen. Ich glaube, insgesamt müsste ich 4 oder 5 von den Desire S haben. Immer mal wieder so für 2-3 Euro, wenn sie bei eBay gerade günstig waren. Nevermind. Nachgekauft, und wieso ich nevermind sage, hier ist ein Verbinder und das Flachbandkabel, das sieht mir so aus, als ob es nach einem USB-Port geht, also, ja, der war nicht drin, so, einmal nachgedrückt, Akku wieder rein, muss man auf jeden Fall noch was ausdenken, dass der Akku mir nicht rausfällt, Strom drauf und, ja, das sieht gut aus, die Lampe leuchtet, gut, ich habe mein Festival-Handy, yay. Und hey, wenn es eh kaputt ist, gerade den Rest vom Rahmen hier vom anderen Handy hier rüber transplantiert, dann haben wir zumindest da was. Natürlich einen Warranty Void Sticker draufgelassen. Wenn was kaputt geht, möchte ich es ja bei HTC irgendwie noch einreichen können. Kann ich im Übrigen noch ein bisschen renten. HTC hat gerade sein neues Handy vorgestellt. Fragt mich jetzt nicht, wie das Ding heißt. Ich habe es mir nicht wirklich gemerkt. Aber bitte HTC. Früher waren HTC-Handys immer so top of the line, heutzutage, ich weiß ja nicht, oh, da habe ich eine Schraube vergessen, deswegen ist jetzt alles krumm. Heutzutage, die Dinger sehen vielleicht gut aus, aber man kann sie nicht benutzen. Das neue Handy von denen, das hat irgendwie so eine komplett spiegelnde Oberfläche. Tut mir leid, aber was bringt mir ein Handy, das aussieht wie Sau, wenn ich es zweimal angucke? Ich habe sie halt auf Twitter dann auch, als sie mal wieder Werbung drüber gemacht habe, angesprochen, mehr oder weniger. Also einen Tweet einfach abgesetzt, so nach dem Motto, jo, schön, aber wer soll das Handy benutzen? Und es kam dann zurück, ja, es liegt ja ein Lappen zum Abwischen dabei. Haha! Ich weiß ja nicht, was ihr in der Freizeit macht, aber ich habe, glaube ich, was Besseres zu tun, als irgendwie die ganze Zeit mein Handy zu putzen. Das ist schon schlimm genug, dass der Bildschirm ständig versaut ist. Jetzt noch die Rückseite auch komplett. Nee, muss das sein? Ich meine, was soll es bringen? Ich meine, ich weiß nicht, ich brauche keine Rückseite, die komplett als Spiegel verwendet werden kann. Hier so ein mattes Schwarz, das sieht doch jetzt auch nicht so schlimm aus, oder? Vielleicht werde ich einfach zu alt und kann mit dem neuen Modell im Zeug nichts mehr anfangen. Gut, konnte ich früher auch nicht, aber nee. So ist das. Die armen Bastler haben immer was zu meckern, ne? Nun gut, hier habe ich auf jeden Fall jetzt nichts mehr zu meckern. Ich habe ein komplettes Desire S. Muss mir jetzt noch eine passende SIM-Karte oder eher gesagt einen Adapter auf Full-Size suchen. Und dann kann es abgehen. Die erstmal auf dem Ring. Zumindest mal habe ich die Karte. Ob ich fahre, ist noch so ein großes Fragezeichen dran, weil die drehen mal wieder komplett am Rad. Haben jetzt verboten, dass man Getränke mit aufs Gelände holt. Es war in den letzten Jahren schon ein Krampf, weil man durfte nur Tetra-Packs original verschlossen mit 500 Milliliter drauf holen.
Jetzt haben sie dir auch noch verboten, inklusive auch noch allem außer Portemonnaie, den Klamotten, die man anhat, und das Handy. Sonst darf man nichts mehr mitholen, seinen Schlüsselbund noch. Also ich hätte schon gerne irgendwie so eine Plastiktüte, wenn es mal nass wird, oder irgendwie einen Regenponcho, aber hey, braucht man ja alles nicht. Und Trinken ist auch überbewertet. In den letzten Jahren sind ja fast keine Leute umgekippt da, weil sie zu wenig getrunken haben. Das Problem ist halt, ja klar, man kann überall kaufen, aber naja, es wird halt fast nur Alkohol verkauft, das ist halt das Problem. Also klar, an den Buden kriegt man auch mal eine Cola, aber wenn man vor der Bühne ist, da gibt es nur die mobilen Verkäufer und die haben halt nur Bier. Jo, klasse. Den ganzen Tag Bier trinken, da muss ich nicht auf ein Musikfestival fahren, dann kriege ich von der Musik wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel mit. Und ja, klar, ich könnte zum Stand laufen, aber dann bin ich meinen Platz los und naja, ich für meinen Fall bin morgens auf dem Weg, um meinen Platz da vor der Bühne zu sichern, wenn da irgendwas Vernünftiges spielt, was natürlich jetzt am Ring auch nicht mehr so häufig der Fall ist. Genug gequatscht. Viel zu lang gequatscht. Verdammt, ich hätte mir noch einen funktionierenden Powerbutton einbauen sollen, Na, wird schon irgendwie angehen. Ah, da. Jetzt.